Wie bekommst du süße und schmackhafte Tomaten? Tomaten, die sich deutlich vom Geschmack von denen aus dem Supermarkt unterscheiden. Brother, what's that? Einfach nur ein Traum. Und da gibt's einige Sachen zu beachten. Erstens die Nährstoffe. Einzelne Nährstoffe spielen eine sehr wichtige Rolle für den Geschmack der Tomate. Während Stickstoff dafür sorgt, dass die Pflanze mehr Kraft in ihr eigenes Wachstum reinsteckt, also in die Blattmasse zum Beispiel, und dafür die Blütenproduktion reduziert wird. Phosphor hingegen unterstützt die Wurzel- und Blütenbildung, verbunden mit ausreichend Kalium, welches dann essentiell für den Zucker in der Tomatenfrucht ist, sowie die Zellstruktur und Konsistenz der Frucht. Calcium sorgt dafür, dass die Zellwände der Tomate stabil bleibt und dadurch zum Beispiel keine Blütenendfäule entsteht. Weitere wichtige Mikronährstoffe, die für den Geschmack mitverantwortlich sind, sind Magnesium, Eisen, Zink und Mangan. Sie tragen zur Chlorophyllproduktion und dessen Stoffwechsel bei, was sich dann indirekt auch auf den Geschmack auswirkt. Wir können das mit Flüssigdünger erreichen, allerdings möchte ich jetzt nicht unbedingt die Pflanze zwangsernähren. Ich möchte lieber den anderen Weg gehen, und zwar über den Boden und den Mikroorganismen. Fördern wir die Symbiose zwischen Bakterien, Pilze und Pflanzen und die Bakterien und Pilze dann dadurch die Wurzeln der Pflanzen erweitern, wodurch sie dann besser an Nährstoffe und Wasser rankommen. Um das Bodenleben zu fördern und zu füttern, ist es sehr wichtig, zum Beispiel zu mulchen mit organischem Material, wie zum Beispiel Laub, Grasschnitt, Holzhäcksel, Mist, Schafswolle, Stroh, etwas Urgesteinsmehl und Pflanzenkohle mit eingearbeitet, und ein gutes Mischverhältnis sorgt dafür, dass der Boden stetig weiter aufgebaut wird und fruchtbar wird. Denn mit einer guten Bodenstruktur sorgen wir auch dafür, dass der Boden locker und fluffig bleibt, wodurch dann auch die Pflanzen viel besser mit ihren Wurzeln den Boden penetrieren. Die Wurzelentwicklung ist dann viel besser und die Tomate kann dann auch so dann leicht an Nährstoffe rankommen. Wir sollten auch einen pH-Wert von 6 bis 6,8 anstreben, weil der pH-Wert auch die Verfügbarkeit von einigen Nährstoffen beeinflusst. Das Mulchen hilft uns auch, dass der Boden besser Wasser abspeichern kann, und das ist dann auch im folgenden Punkt sehr wichtig, und zwar die Bewässerung. Die Bewässerung spielt eine entscheidende Rolle für den Geschmack der Tomate. Gießen wir zu viel, dann wird die Tomate das überschüssige Wasser in die Früchte einlagern. Die Früchte werden zwar größer, schmecken aber auch wässrig. Große Früchte bringen natürlich auch mehr auf die Waage, heißt auch letztlich mehr Geld im Verkauf. Man kann dann auch beim Zubereiten und beim Kochen ein bisschen tricksen und da eine Prise Zucker und sowas mit beimischen. Dann schmeckt die süß und die Leute denken, die wäre super aus dem eigenen Garten angebaut, obwohl man das auch gut verhunzen kann, wenn man zu viel gießt. Lieber den Kompromiss eingehen, genügsam zu gießen, dafür auch kleinere Früchte zu bekommen, die aber auch dann einen besseren Geschmack haben, denn auch zu viel Wasser kann dafür sorgen, dass die Nährstoffe aus dem Boden rausgespült werden. Ausreichend gießen ist sehr wichtig. Hat die Pflanze dann überhaupt gar kein Wasser, dann steht sie auch unter Hitzestress, und das kann auch dann dafür sorgen, dass dann die Früchte schneller reifen, weil die Pflanze eher Ethylen ausströmt, also das Reifegas, aber dann die Pflanzen trotzdem keinen guten Geschmack haben. Trainiere auch deine Pflanzen, dass sie auch mal 1, 2 oder 3 Wochen ohne Wasser klarkommen können. Die Tomate ist eine Wüstenpflanze, die auch bis zu 2 Meter tief ihre Wurzeln schlagen kann. Ja, bereits in der Vorhand solltest du deine Pflanzen von unten her gießen, und auch erst dann, wenn der Topf so ziemlich so gut wie ausgetrocknet ist und die Blätter hängen. Genau das gleiche wie im Freiland, wenn die Blätter stark hängen und die erholen sich dann nicht mehr nach einer starken Hitzezeit, zum Beispiel am Mittag, Nachmittag, und am Abend siehst du es dann, okay, die Blätter hängen, dann weißt du, okay, die Pflanze braucht wieder ein bisschen Wasser, und dann ausreichend gießen, dass der Boden auch dann ein bisschen tiefere Schichten feucht ist, damit dann die Pflanze ihre Wurzeln später nach unten ausbreiten kann. Punkt 3, Sonne und die Blätter. Weißt du, warum du deine Tomatenpflanze nicht vergewaltigst und sie von unten nach oben die ganzen Blätter entfernen solltest? Nicht die Sonne an sich sorgt dafür, dass deine Tomaten reifen und auch einen süßen Geschmack bekommen. Die Blätter der Pflanzen sind die Kraftwerke. Mit ihnen betreibt sie Photosynthese und dadurch generiert sie Zucker, den sie dann auch unter anderem in die Früchte mit eingibt. Wie pflegst du jetzt am besten deine Tomaten? Natürlich sollst du auch überschüssige Blätter, die zum Beispiel am Boden rumliegen, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich dadurch Braunfäule ansiedelt, wenn dann mal Spritzwasser drauf kommt auf der nackten Erde, ist dann ziemlich gefährlich, wegmachen. Und die Pflanze soll natürlich auch luftig gehalten werden, damit sich auch Pilzkrankheiten nicht so stark ausbreiten. Nichtsdestotrotz würde ich die Blätter immer nur bis zur ersten Rispe entfernen, da wo dann auch die ersten Früchte dann zu sehen sind. Und wenn dann die Rispe abgeerntet ist, dann kannst du dann die weiteren Blätter entfernen bis zur nächsten Rispe.
Natürlich ist das Blattwachstum und dessen Masse abhängig von der Sorte. Es gibt welche, die haben ziemlich große Blätter. Da kann es dann durchaus sinnvoll sein, die Blätter zu trimmen, in der Hälfte zum Beispiel runterzuschneiden, damit die sich vielleicht mit anderen Tomatenpflanzen nicht so überlappen oder konkurrieren auch. Und die Sortenauswahl ist auch sehr wichtig, um halt süße Früchte zu bekommen. Die beliebte San Manzano Tomate kommt mir nie wieder in den Garten, die schmeckt abscheulich. Abschieben, abschieben, abschieben. Wir müssen abschieben, bis die Stadtbahnen anfangen zu glühen. Egal wohin, egal wohin. Hauptsache raus aus Deutschland. Da baue ich dann lieber süßere Sorten an, wie jetzt hier so eine kleine Ananastomate oder auch andere gepflanzte, marmorierte Sorte, wie zum Beispiel die Golden Germany, die Plan 9 from Outer Space oder die Lover's Lounge oder auch eine meiner Lieblinge, die Eva Sweet White, eine super süße Cocktailtomate oder Blush Tiger. Blush Tiger. So eine Flaschentomate wie die San Manzano oder auch Paprikas, die extra zum Füllen gemacht worden sind, haben halt in gewisser Weise ihre Berechtigung, weil sie halt für eine andere Aufgabe selektiert worden sind. Also zum Füllen, zum Grillen, zum Soßen einmachen, wo man dann vielleicht auch noch andere kleinere Tomaten mit reingeben kann, damit die ein bisschen süßlicher schmeckt. Auch für mich persönlich enttäuschende Erfahrungen habe ich bei den meisten gelben Tomatensorten. Die haben so einen leicht süßlichen, mehr Fadengeschmack, also mehr neutral. Das bin ich jetzt auch nicht unbedingt der größere Fan. Ich mag ja viel lieber die farbigen Ochsenherztomaten, vor allem auch die weißen und auch die Grün-Ocker-Sorten sind sehr süß. Die schwarzen Tomaten, wie jetzt hier zum Beispiel der Sergeant Peppers, die haben nochmal einen spezielleren Geschmack aufgrund der Anthocyane, die halt für die schwarze Färbung mitverantwortlich sind. Die haben nochmal so einen spezielleren Geschmack. Oder auch die braunen Sorten, die dann einen leicht würzigeren Geschmack haben. Oder auch zum Beispiel die Black Crim, auch dazu gehört zum einen subtilen, leicht süßlich-säuerlichen Geschmack. Solche Tomaten mag ich eher. Butterscotch ist auch eine sehr schöne Sorte und ich habe noch viele weitere Sorten auf meiner Saatgutliste. Gut 40 plus Stück. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Freue mich auch gerne, die Samen weiterzugeben. Sehr viele schöne Sorten sind dabei. Schau dir auch gerne noch weitere spannende Videos hier auf diesem Kanal an. Gib mir auch gerne einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Und ich hoffe, du achtest jetzt viel mehr auf Qualität statt auf Quantität. Richtig angebaut, sind einfach nur ein Traum und ich hoffe, du hast auch eine gute und ertragreiche Ernte.